Abseits des Bahnhofs Rheine liegt das alte Bahnbetriebswerk. Seit 1983 ist das Werk stillgelegt. Viele der Anlagen und Gleise sind im Laufe der Zeit abgebaut worden. Der große Ringlokschuppen wird dem Verfall preisgegeben. Nur noch diese Reste sind von der Drehscheibe erkennbar. Die Natur hat sich größtenteils das Gelände zurückerobert. In den Ständen im Lokschuppen weisen die Arbeitsgruben auf die ehemalige Bestimmung hin. Blicken wir zurück. 042095 rollt auf die Scheibe. Wie die ölgefeuerten 44er werden in den 70er Jahren die letzten Öl 41 in Rheine konzentriert. Wenn man den Lokschuppen heute sieht, ist es kaum vorstellbar, dass hier mal Dampfloks gestanden haben. Zum Dampfende im Herbst 1977 sind noch 16 Loks in Betrieb, 12 der Baureihe 043 und 4 042er. Über 600 Angestellte, Beamte und Arbeiter standen in Rheine in Lohn und Brot. Allein davon rund 300 Lokführer und Heizer. Jetzt kommt sie hier. 042096 rollt auf die Scheibe. Die Lok ist heute noch erhalten. Sie gehört der Dampflokgemeinschaft 41096. Eine baldige Wiederinbetriebnahme ist geplant. Auch die anliegenden Werkstatt- und Verwaltungsgebäude sind dem Verfall preisgegeben. Ein trauriger Anblick, wenn man an die alte Bestimmung denkt.
In diesem Gebäude war die Lokleitung untergebracht. Leere Fensterhüllen und Vandalismus erinnern daran nicht mehr.